Feliz Pascua. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Frohe Ostern. Christus ist auferstanden. Ist wahrhaft auferstanden. Ich begrüße Sie, liebe Brüder und Schwestern, am Ostermontag. Wenn wir in der Kirche kommen und dann ein bisschen herum beobachten, da vielleicht können wir einiges Neues entdecken. Wie zum Beispiel hier am Fenster haben wir die Darstellung der Emmaus-Jünger. Und das ist das heutige Evangelium. Ich lade Sie herzlich ein zu hören. Auf dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in großer Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und alle Propheten, was in der gesamten Schriften über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle es weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück.
und sie fanden die Elf und die mit ihnen Versammelten waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählte auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwester, liebe Brüder, das ist ein bekanntes Evangelium. Und ja, wir hatten gehört, die Jünger waren traurig. Man könnte sogar sagen, frustriert. Sie waren traurig von dem, was geschehen war. Und zwar, dass Christus gestorben war. Und da auf ihn alle seine Hoffnung gesetzt hatten, sagte, ja, alles, was wir uns geplant hatten, alles, was wir uns gedacht haben, ist in nichts gefallen. Ist kaputt gegangen. Vielleicht ist es heute unsere Situation. Aufgrund der Coronavirus sind viele unserer Projekte, Ideen, Vorstellungen ins Nichts gefallen. Aber in dieser Situation, wo vieles unsicher ist, es gibt etwas, das sicher ist. Und zwar auf Jesus zu hören. Auf Jesus zu hören und um Trost, um Hoffnung zu bekommen, zu empfangen. Beten wir gemeinsam das Vater unser. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne, behüte, schenke uns und euch und ihnen Trost, Hoffnung, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiedersehen.